Geschätzte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von der Werdenberger Geschichte und ihren Geschichten. Gern nehme ich die Aufgabe wahr, Ihnen in einer kurzen Tour d'Horizon unsere neueste Schöpfung vorzustellen, wo der Zeit und unseren Vorfahren vor rund 100 Jahren gewidmet ist. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 folgt für Europa eine lange Friedensphase. In den europäischen Kernländern Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Österreich-Ungarn führt sie zu einem wirtschaftlichen Aufschwung als zweite industrielle Revolution. In der Zeit zwischen 1894 und 1913. Im Bürgertum macht sich ein Fortschrittsglaube breit, wo auf Wissenschaft und Technik gründet. Hinter dem Glanz aber verbirgt sich eine Gesellschaft mit enormen Klassenunterschieden und harten Verteilungskämpfen. Der Hans-Jakob Reich hat dazu einen einleitenden Beitrag verfasst mit dem Titel «Von der Belle Epoque in die grosse Katastrophe». Von enormer Bedeutung auf dem Weg in die Urkatastrophe vom 20. Jahrhundert ist das Geschehen auf dem Balkan. Ab 1878 verwaltet Österreich-Ungarn das weiterhin zum Osmanischen Reich gehörende Bosnien-Herzegowina. Wo es 1908 zu einer Revolte gegen den absolutistisch herrschenden Sultan kommt, ergreift Österreich-Ungarn die Gelegenheit, das Gebiet endgültig zu integrieren. Der Vorgang führt zu heftigsten Protesten im Osmanischen Reich, in Serbien und auch in Russland. 1912 bricht der erste Balkankrieg aus, ein zweiter folgt im Jahr darauf. Die Balkankriege sind barbarisch modern. Die Zivilbevölkerung ist allseitiger Gewalt ausgesetzt. Dass der Balkan über den Krieg von 1912 und 1913 aus ein Pulverfass bleibt, zeigt sich im Mordanschlag auf das österreichisch-ungarische Thronfolgerpaar am 28. Juni 1914 in Sarajevo. Das Attentat stürzt Europa direkt in den Krieg. In Wien weicht der Schock bald dem Kalkül, die weltweiten Erschütterungen über einen Mord gegen Serbien auszunutzen. Im Juli wird Belgrad ein Ultimatum gestellt, in dem sich die Serben verpflichten sollten, die gerichtlichen Untersuchungen unter Beizug von österreichischen Regierungsvertretern zu führen. Serbien lehnt das Ultimatum ab. Österreich-Ungarn erklärt am 28. Juli den Krieg. Die Ereignisse im Sommer 1914 in Europa zeigen, wie viel Verlagen in der gut 40-jährigen friedlichen Zeit der Belle Epoque seit dem Deutsch-Französischen Krieg liegt. In Hinsicht auf die militärische Bereitschaft ist die Schweiz dank der Militärorganisation von 1907 und der Truppenordnung von 1912 verhältnismäßig gut vorbereitet. Die ausdehnten Kaisermanöver in der Ostschweiz anlässlich vom Besuch von Wilhelm II. Haben das schon 1912 demonstriert. Nachdem Österreich Belgrad beschießt, wird von Russland Mobilmache bekannt gegeben. Noch vor den Deutschen, die jetzt ihrerseits in Berlin mit bizarren Triumphgesten reagieren. Das Zarenreich hat genau so reagiert, wie sich die deutsche Militärführung erhofft hat. Deutschland kann sich jetzt in der Welt als Opfer präsentieren, weil man schließlich nur auf die militärische Initiative der Russen antwortet. Und an einem Krieg an der Westfront schaut man ebenfalls unbekümmert entgegen, wo auch die Franzosen Mobilmachung ausrufen. Beim Ausbruch der Feindseligkeiten ordnet der Bundesrat auf den 3. August 1914 die allgemeine Mobilmachung an. Ziel ist die Sicherung der Grenzen, weil ein Durchmarsch von beiden Kriegsparteien über Schweizer Territorium befürchtet werden muss. Mobilisierung von 220'000 Mann Auszugstruppen
löst Sorgen, Angst und Ungewissheit aus. Es kommt zu Panikkäufen und zu einem Rennen auf Banken. Durch das Land aber geht auch eine Patriotismuswelle, während sich gleichzeitig ein tiefer Graben zeigt. Drum und ich sympathisiert mit Frankreich. Deutschschweiz steht mehrheitlich auf Seite vom Kaiser. Während dem Ausbruch vom Krieg Gefahr für die Schweiz in einer Südumfassung von der deutsch-französischen Front über den Jura gesehen wird, ändert sich die Situation, wo Italien am 23. Mai 1915 Neutralität aufgibt und auf Seite der Entente in den Krieg eintritt. Damit ist eine neue Front in den Alpen eröffnet und es entsteht das Risiko von einem Alpenübergang durch italienische oder österreichische Truppen in Südbünden. Im alpinen Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien, wo am Mont Breil und am Stilfser Joch die Schweizer Grenze berührt, entwickelt sich ein unsinniger Stellungskrieg mit ähnlichen Erfahrungen, wie sie die deutsche Armee in den Grabenkämpfen in Frankreich machen muss. Robust und zäh sind die Soldaten, die zum Grenzdienst am Mont Breil aufgeboten werden. Ein Grossteil von ihnen stammt aus dem südlichen Teil des Kantons St. Gallen. Zu ihnen gehört auch der Buchser Gebirgsfüsilier Walter Küng, der im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs seine Erinnerungen an Sommer und Herbst 1915 in einer Broschüre veröffentlicht hat. Im Vorwort schreibt er, dass er ein kleines Tagebuch geführt hat, aus dem dann die Druckschrift entstanden sei. Und sein Originaltagebuch enthält dann auf rund 30 eng beschriebenen Seiten die chronologische Abfolge von den Ereignissen während seiner Dienstzeit. Als Autor vom Beitrag Walter Küngs Erinnerungen und die Bilder von Kaspar Störri habe ich persönlich feststellen können, dass der Walter Küng in der Druckschrift mit Detail aufwartet, wo in der zeitlichen Distanz von einem Vierteljahrhundert ohne diese Notizen kaum mehr in so präziser Form hätten wiedergegeben werden können. Die Erinnerung an die erste Zeit von der militärischen Besetzung vom Pass, wo auf Mont Breil, das Hotel 3 Sprachenspitz, uns noch keine Truppenunterkünfte vorhanden sind, sind dann auch authentisch. Der Dienst im Sommer 1915 zählt zu der intensivsten Zeit in den Hochalpen, fehlen doch dort oben weder ausgebaute Verteidigungsstellungen noch eine militärische Logistikstruktur. Und all das umgehend an die Hand zu nehmen, ist jetzt erst das Gebot. Der Dienst, buchstäblich unter dem Feuer von der sich bekämpfenden Mächte, spielt sich äußerst intensiv ab. Das wird bestätigt durch einen Nachlass von Walter Küng, seinem Leutnant Kaspar Störri, ein Album mit rund 150 Fotos, deckungsgleich mit der zweiten Hälfte der Dienstzeit von Walter Küng. Uns Nachgeborenen lohnen beide die Erinnerungen von Walter Küng und Bilder von seinem Leutnant auf jeden Fall teilhaben an den Sorgen und Nöten der Soldaten im Zusammenhang mit einem Splitter der Weltgeschichte, der am Mont Breil und auf dem Dreisprachenspitz geschrieben worden ist. O Europa, wie weit bist du gekommen mit deiner Zivilisation? Unter dem anklagend ironischen Titel erinnert sich oder Georg Fromm an die Grenzbesetzung 1916 im Umbreilgebiet. Der Hans-Jakob Reich kommentiert die erstmals veröffentlichten Aufzeichnungen. Im Sommer 1916, also ein Jahr nach dem Küngs im Aufenthalt, ist eine intensive Zunahme an Grenzverletzungen zu verzeichnen. Immer wieder verirren sich italienische Gewehrkugeln in die Unterkunft auf dem Dreisprachenspitz, wobei glücklicherweise niemand verletzt wird. Doch am 4. Oktober 1916 erlitt beim Hotel ein Schweizer Soldat die Schussverletzungen aus italienischen Waffen. Und der Alfons Kehl, der Grossvater von der Gertrud Künzler, schon da bei uns anwesend, die drückt seine Hoffnung auf das Kriegsende vor Weihnachten 1917 in einem Brief an seine Brut folgendermaßen aus.
Am schönsten wäre es, wenn der Krieg aufgehört hätte auf Weihnacht. Aber sieht noch nicht so aus. Tag und Nacht wird nur noch geschossen. Es ist ein Zuschauen mit den Händen im Sack, während 100 bis 200 Meter von uns alle Minuten Granaten und Schrapnell platzen. Gehe oft zu den Österreichern hinüber, sollte auch Weihnacht mit ihnen feiern. Aber an der Heimatfront sind Kriegsauswirkungen fatal. Wie im zweiten Beitrag zwei Jahrhunderte revolutionäre Fortschritte und Krisen in der Landwirtschaft geht es zur Hauptsache um Versorgungskrise. 1886 ist der landwirtschaftliche Verein Wartau mit der Absicht gegründet worden, die Bauernschaft von den übermäßigen Importerzeugnissen aus Amerika zu schützen. Schweizweit entstand in der Vorkriegszeit eine grosse Anzahl Genossenschaften mit dem Ziel, die darbende Landwirtschaft zu stützen. Mit den Engpässen in der Versorgung aber ist der Bauer während dem Krieg plötzlich geschätzt wie kaum zuvor. Für die Arbeitslosen von der zusammengebrochenen Textilindustrie werden Notstandsarbeiten organisiert. Bachverbauungen, Strassenbau, Meliorationen und Rodungen. Als Beispiel nenne ich hier nur die Rodung im Ceres bei Buchs und der Bau der Alpenstrasse in Spielfries. Unterernährte Familien werden durch die Anlage von Kriegsgärten und durch Volkskochen unterstützt. Die kriegswirtschaftlichen Massnahmen der Regierung äußern sich in der Förderung des Feldbaus, in der Lebensmittelvorsorge durch Monopolware und staatlich angelegte Reserven auch in der Brennmaterialfürsorge. Nicht nur auf landwirtschaftlichen Gebieten entstehen Genossenschaften. Die Konsumgenossenschaft Zevelen wird als letzte im Bezirk 1905 gegründet. Auch sie bezweckt die Verbesserung der ökonomischen Lage und der sozialen Wohlfahrt ihrer Mitglieder. Der Historiker Werner Hackmann zeigt die wechselvolle Geschichte dieser Genossenschaft. Die Entfesselung vom Ersten Weltkrieg verändert auch ihre Situation nachhaltig. Rasante Teuerung mit der Dauer des Krieges aufgrund der Blockade der Land- und vor allem der Seewege und kriegswirtschaftliche Reglementierungen. Die drückende Notlage gegen Ende des Krieges wird zum Nährboden für eine intensive Schmuggeltätigkeit. Der Historiker Rupert Quaderer Vogt beleuchtet das Schmuggelproblem in Liechtenstein im Umfeld des Ersten Weltkriegs aus der Sicht von einem Rhein. Er gibt eine Darstellung vom politischen System mit Regierung, Landtag und Justiz, wie auch von den Kriegsfolgen in unserem Nachbarland. Der Schmuggel selber wird meistens romantisiert und heroisiert. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Ein trauriges Schicksal erleidet zum Beispiel ein als Schmuggelkönig bekannter Triesner. Sein Tod wird auch in den Erinnerungen vom Schweizer Grenzwächter Leonhard Grässli geschildert. Andere Schmuggler ertrinken im Rhein bei ihrer illegalen Tätigkeit. Oft herrscht das Faustrecht gegenüber den österreichischen Finanzern. Wichtige Schmuggelgüter sind Saccharin, Fadenspulen, aber auch Hehlerware und Tabak. Und eigentliche Zentren für die gefährliche Tätigkeit sind Balzers, Luziensteig, Riesen, Ruggell und der Schellenberg. Schmuggler entwickelt sich am Ende des Krieges fast zu einer Volksunterhaltung für alle sozialen Schichten, bei deren natürlich auch Schweizer all wieder beteiligt sind. Mit der Schmugglerei nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie zwischen Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz 1918-19 befasst sich der Beitrag vom Vorarlberger Historiker Gerhard Wanner. 1918 erklärt sich Vorarlberg zu einem selbstständigen Staat, steht aber von einer eigentlichen Hungersnot, die durch offizielle Hilfe aus der Schweiz mildert werden kann. Schon 1852 hat Liechtenstein mit Österreich einen Zollvertrag abgeschlossen, der aber im November 1918 wegen unklaren Grenzkontrollverhältnissen aufgekündigt wird.
Die österreichischen Finanzer zücheln im September 1919 nach Vorarlberg zurück. Liechtensteinische Weibel übernehmen bis zur Zollunion mit der Schweiz den Grenzschutz. Der massive Schmuggel über die Luziensteig hat zwar bereits 1917 angefangen, wo es offenbar regelrechte Verkaufsstände gegeben hat. In Vorarlberg geht es vor allem darum, die Ausfuhr von Kronen und Silbergeld in die Schweiz zu verhindern. Dass sich unter diesen tristen wirtschaftlichen Verhältnissen in Vorarlberg kein neuartiges Gesamtösterreich-Bewusstsein entwickeln kann, liegt auf der Hand. Stattdessen strebt ein Grossteil der Bevölkerung am Höhepunkt vom Schmugglerauwesen 1919 einen Anschluss an die Schweiz an. Am 12. November 1918 berichtet das Vorarlberger Volksblatt als weiterer Faktor für strengere Grenzkontrollen in der Eidgenossenschaft seien, verursacht durch zweifelhafte Landfremde, Revolution und Anarchie russischer Art ausgebrochen. Die Weltrevolution soll von der Schweiz aus eingeleitet werden. Dass an den Friedensverhandlungen Ende Juni 1919 in Versailles von Versöhnung nicht viel zu spüren ist, erläutert Andreas Reich in seinem Aufsatz «Ein Frieden ohne Dauer». Bevor der Friedensvertrag unterzeichnet wird, müssen die Gesandten der Achsenmächte an einer Gruppe von schwer verletzten französischen Soldaten vorbeigehen, die mit ihren entstellten Gesichtern ans Leid vom Ersten Weltkrieg erinnern. Gueule cassée, brochene Kiefer. Der diktierte Vertrag bringt für Deutschland erhebliche Gebietsverluste und Reparationszahlungen, die einen Entrüstungssturm auslösen, weil man auf mildere Friedensbedingungen gehofft hat. Im Diktatfrieden von Saint-Germain-en-Laye wird auch die Habsburger Doppelmonarchie Österreich-Ungarn zerschlagen. Am amerikanischen Präsident Wilson sein 14-Punkte-Plan, der einen fairen Frieden in Aussicht stellt, wird vom Kongress wie auch von den Briten und Franzosen abgelehnt. Ein harter Frieden setzt sich durch, indem das angestrebte Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht für alle gilt und der Bacillus für den Waffengang vom Zweiten Weltkrieg bereits aufkeimen lässt. Ein weiteres globales Unglück, das weltweit mehr Opfer fordert als der unsägliche Erste Weltkrieg selber, tritt am Kriegsende auf. Die spanische Grippe wütet auch im Werdenberg. Der Sepp Gähwiler widmet dieser schrecklichen Influenza-Pandemie einen ersten Beitrag. Die Opfer der Grippe sterben in den meisten Fällen an Lungenentzündung. Die Sanität ist masslos überfordert. In verschiedensten Presseorganen werden Zustände angeprangert, in der linken Presse zudem politisch ausgeschlachtet. Es kommt zu Protesten gegen Truppenaufgebot, weil vor allem Menschen im blühenden Alter sterben. Im Grunde aber steht man dem Virus machtlos entgegen. Die Schweiz registriert 744'000 Erkrankungen und rund 24'500 Tote. Darunter nicht weniger als 3'186 Militärpersonen. Sie alle sterben, wie sie so schön heroisierend überliefert wird, im Dienste des Vaterlandes. Bedrückende Not und reale Angst vor einer eigentlich irrealen Gefahr ist der Untertitel von einer weiteren Betrachtung von Sepp Gähwiler. Der Landesstreik vom November 1918, die Verelendung der Arbeiterschaft durch die enorme Teuerung, verspätete Rationierungsmaßnahmen und wachsenden Unmut führen zum landesweiten Streik durch die erstarkte Arbeiterbewegung. Der Bundesrat zeigt Gesprächsbereitschaft, trifft gleichzeitig aber Vorkehrungen, um einen drohenden Umsturzversuch zu unterbinden. Vor allem durch neue Sektionen der Sozialdemokratischen Partei, unter anderem auch in Sevelen, speziell aber durch das Olterner Komitee, wird der landesweite Generalstreik ausgerufen.
wo vorab Baubetrieb erfasst. In Sergas wird der Bahnhof von rund 1500 Soldaten besetzt. Die 60 streikenden Arbeiter werden verhaftet. In Buchs werden Pendler als Glünki und Schlunki beschimpft. Man sieht von bürgerlicher Seite im Landesstreik tatsächlich einen bolschewistischen Revolutionsversuch, finanziert von Russland, wo schließlich ohne größere Gewalttätigkeiten beendet werden kann. Die Antworten auf die Frage, woran die Anschlussbestrebungen von Vorarlberg an die Schweiz gescheitert sind, werden in der Abhandlung als Vorarlberg ein Schweizer Kanton werden wollte, vom Hans-Jakob Reich erklärt. Das 1918 zerbrochene Europa braucht eine neue Ordnung. Über 80% der Vorarlberger sprechen sich für Verhandlungen über einen Beitritt zur Schweiz aus. Sie finden aber bei der Siegermächte kein Gehör, weil auch Vorarlberg als kriegsschuldig behandelt wird. Es gibt in der Schweiz eine Menge Anschlussfreunde in der sogenannten Pro-Vorarlberger-Bewegung, auch in unserer Region. Allen voran der Arzt und Grabser Bürger Ulrich Fitsch. Erbittert aber ist auch der Widerstand, besonders durch Politiker aus Buchs. Die Vereinbarungen in den sogenannten Genfer Protokoll verhindern schließlich einen befürchteten Zusammenbruch von Österreich, womit Vorarlberg ein österreichisches Bundesland bleibt. Steinig ist dann auch der Weg vom Zollvertrag von Liechtenstein mit der Schweiz. Der Hans-Jakob Reich folgt dem Weg von der ursprünglichen Anlehnung vom Ländli an Österreich, den Auswirkungen vom Krieg mit Not und Ratlosigkeit bei unseren östlichen Nachbarn, die schließlich zur Kündigung vom Vertrag mit Österreich führen. Massiver Widerstand gegen den Zollvertrag erwächst aber nicht nur im Buchs, sondern auch im Ländli selber. Das moralische Sumpffieber, das schon erläuterte Schmuggel- und Schieberwesen und verkehrspolitische Argumente führen zur Gründung eines werdenbergischen Initiativkomitee kontra Zollanschluss, wo sich durch bekannte politische Exponenten auf nationaler Ebene beim Bundesrat gegen den Vertrag wehren und eine Ratifizierung bis 1923 verzögern. Weitere Artikel befassen sich mit wirtschaftlichen Problemen. Zum einen beschreibt der Christian Hanselmann die Wasser- und Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde Wartau in ihren Gründerjahren, wo ebenfalls in Zeit um den Ersten Weltkrieg fällt. Da stunden Brunnenkorporationen und Lichtgenossenschaften im Widerstreit zu einer gemeinsamen Lösung, wo bis 1948 zu 4 eigenständigen Korporationen zur Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde Wartau führen. Der Wettlauf um die Elektrizitätsversorgung spielt sich vor allem zwischen den Dörfern Atzmes und Oberschau ab. Trübach und Witti werden erst später eigenständige Korporationen mit Strom versorgt. In den Gründerjahren erkennt man die Möglichkeiten vom elektrischen Strom noch wenig und man glaubt, dass ein Elektrizitätswerk sowieso noch ein Spekulationsobjekt sei. Die EWs von Atzmes und Oberschau aber beweisen das Gegenteil. Der wertvolle Beitrag ist eine Zusammenfassung von der Bachelorarbeit, die der über 75-jährige Christian Hanselmann im vergangenen Jahr an der Fernuniversität in Hagen abgeliefert hat. Wie sich die Stickerei im Werdenberg vom Lebensnerv zur Achillesferse der Region in der Zeit um den Ersten Weltkrieg entwickelt und wie Wirtschaft und Politik auf den Untergang reagieren, zeigt uns der Heini Schwendener. Seine Arbeit ist die Fortsetzung von einem ersten Teil über die Stickerei, der im Band 1 der Werdenberger Geschichte publiziert worden ist. Der Autor geht auf die Ursachen der Krise ein, auf das Leiden in unserem Bezirk, auf die Arbeitslosigkeit, auf die notgedrungenen Demolierungen der Maschinen, auf die Notstandsarbeiten für die darbenden Sticker, auf den Stickerstreik 1927 mit der Besetzung der Rheinbrücke und schließlich auf die Förderung des Strukturwandels
in der Textilfabrikation. In den vermischten Beiträgen «Miss Sella» zeichnet Hans Jakob Reich die wechselvolle Geschichte vom Wingert bei der Burg vor Stick auf, wo ursprünglich der Freiherr von Sachs-Hohensachs gehört hat. Dann durch Zürcher Landvogt betrieben wird. Die damalige Organisation der Arbeiter, im Weingarten auf dem Oberen Forst genannt, sind im Handbuch der Sachser Kommlichkeiten ausführlich beschrieben. Ein wertvolles Zeugnis zur Bewirtschaftung während dem Ancien Regime. In der Helvetik gelangt der Wingert im Sitz vom nach Trübach gezogenen Sennwalder Ulrich Reich. Nach seinem Tod wird die Ortsgemeinde als Besitzerin und nutzt ihn nur noch als Wiesland. Mit Beteiligung der Naturschutzgruppe wird das Areal in den vergangenen Jahren derasiert und nach ökologischen Aufwertungen mit 1400 Johannitertrauben Jungreben bepflanzt. Die heurige vierte Ernte bringt immerhin eine Tonne Traubengut ein, aus dem sicher wieder ein sehr bekömmlicher Weisswein gekältert werden wird. In einer landeskundlich interessanten Betrachtung gibt uns der Devis Lippuner einen äußerst genau kommentierten Einblick in Altbetrieb vor rund 100 Jahren. Dazu dienen ihm zwei fotografische Aufnahmen von einer Grabser Alphütte und ihrem Inventar in der Alp Ischlawitz. Die Rückkehr vom seit Jahrzehnten kaum mehr gesehenen Weissstorch im Alperital dokumentiert den Beitrag vom Ornithologen Reto Zink. Seit der Jahrtausendwende nimmt die Population ständig zu, sodass der Alperi wiederum zum Storchenland und der Freund Adebar sozusagen wieder ein Rheintaler geworden ist. Die Lebensraumaufwertungen in der Zweitmelioration Sennwald dürften sich da als Glücksfall für den Kindlibringer erwiesen haben. Und ein weiterer seltener gesehener Gast aus der Vogelwelt bevölkert auch wieder unsere Region. Der Weidehopf Upupa Epops mit seiner auffälligen Hollen am Hinterkopf, dem Biologe Pia Geiger-Schütz einen Beitrag widmet, der durch viele Fotografien von Hans Jakob Reich illustriert wird. Die Bilder sind auch gleichermaßen vor seiner eigenen Haustür entstanden. Auch dem Vogel dürfte die Artenförderung mit Lebensraumverbesserungen und optimierter Nahrungsgrundlage zur Rückkehr verholfen haben. Der Peter Masüger widmet der achtbändigen Feldkircher Stadtgeschichte zum 800-jährigen Jubiläum, der letzte größere Aufsatz im Buch. Und er meint, dass man nachhaltiger die eigene Geschichte kaum feiern kann. Dabei geht er hauptsächlich auf das literarische Feldkirch ein, eine Schrift von Philipp Schöbi. Die Stadt wird gezeigt als Ort von biografischen Ereignissen und Aufenthalt, jedoch auch als Entstehungsort und Schauplatz von weltliterarischen Texten, vom Humanist Georg Joachim Rheticus bis zum Conan Doyle mit seinem Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Der Werner Hackmann bespricht die Bauernhäuser als Zeugen ländlicher Kultur, ebenso wie auch das Buch über den Edward Eberle, einen US-amerikanischen Admiral, gebürtig aus Wallerstadt. Weiter wird auf eine spannende Zeitreise durch die Historie in unserer Nachbarschaft Montafon hingewiesen. Sowie auf einen Roman «Der Fluch der Gletschermühle» von Valentin Vinzenz durch Peter Masüger. Und das Artilleriewerk «Magletsch» in Wort von Hans Eckenberger und Bild von Hans-Uli Senn erfahrt ebenso seine Würdigung wie auch das Rheintaler Jahrbuch 2019 für den Hans-Rudi Rohrer. Sie sehen aus meinen Ausführungen, dass der zweite Band von der Werdenberger Geschichte wieder eine breite Palette an Beiträgen aufweist, die sich zum Lesen lohnen. Auch wenn weitere zum Thema passende Abhandlungen haben zurückgestellt werden müssen, liefert das Buch mit seinen tief fundierten Aufsätzen nachhaltige Geschichte und Geschichten, die auch für kommende Generationen, so hoffen wir, noch von Interesse sein werden.